So, hallo und willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Colosseum. Ja, jetzt fragt euch bestimmt alle, ja, warum steht denn der Herr Lightspear in Orkus rum? Ja, dazu gibt es eine ganz einfache Erklärung. Mein Aufnahmeprogramm hat ein bisschen rumgespackt und, ja, hat einfach mal die ersten paar Minuten von meinem nächsten Part, den ich eigentlich schon aufgenommen hatte, gefressen. Und ja, was ist passiert? Ich kann euch eine kurze Zusammenfassung geben. Wir waren ja im Team Krall Versteck, haben dort den Iglava-Typi besiegt und dann haben wir die Stadt verlassen und sind in eine andere Stadt und da haben wir eine Mail bekommen und die kann ich euch ja mal kurz vorlesen. Moment, ich hab's gleich. Problem in Orkus. Hallo, Leute aus Orkus, die nach Pyridos kommen, berichten in letzter Zeit öfter, dass sie seltsame Wohnungen gesehen haben. Ich denke, du solltest dich einmal mit Byte aus Orkus unterhalten. Er weiß bestimmt mehr. Ja, diese Mail haben wir bekommen und dann habe ich zwischengespeichert und dann weiter ist nichts passiert. Gut, aber dann können wir ja jetzt ganz normal fortfahren. Wir besuchen doch einfach mal Byte. Hi. Ah, Leute, also in Orkus scheint sich in letzter Zeit ein sonderbarer Trainer herumzutreiben. Piscio weiß mehr. Hat den Trainer wohl schon auch schon mit... Er hat den Trainer wohl auch schon einmal mit diesem Kopterbon kämpfen sehen. Du findest Piscio beim Schrotthandel. Also nein, am besten gehst du zu Piscio und redest mit ihm. Okay. Okay. Warum nicht? Wo war denn der Schrotthändler? War das da oben? Der Typ da, der da rumsteht, der könnte es eigentlich sein, ne? Ich glaube, das könnte sogar möglich sein. Na, mal schauen. Flup. Flup. Hallo, bist du dieser Piscio? Bist du das? Was? Ihr wollt etwas über das Kantor-Pokémon erfahren? Wenn ihr mich in Kampf seht, dann erzähle ich euch etwas über seinen Trainer. Warum müssen wir das erst regeln wie echte Männer, ja? Mit einem Pokémon-Kampf. Okay. Du willst also One-on-One? Gut. Oh, Wailord und Wailord. Ui, schön. Ich mag Wailord. Sie sind zu groß. Gut, ist ja auch ein Blauwal, ne? Blauwal ist ja auch das größte Tier, was auf der Erde lebt. Aber, naja, es tut jetzt nichts zur Sache, ne? So, wow, und schaut euch diese Viecher an, wie riesig die sind. Im Vergleich zu meinen süßen... Ja, what the hell. Wie groß sind diese Teile, ey? Schön. Psychokinese. Hat ausgereicht. Schön. Hätte ich nicht gedacht. Ich dachte eigentlich, das überlebt, aber gut. Wailord. Wow, ist das Vieh riesig. Meine Herrschaft. Da müsste doch eigentlich so ein Biss von so einem Nachtara eigentlich überhaupt nichts abziehen, oder? Das müsste doch eigentlich nichts... Oh Gott, Hydrobombe. Das wird schmerzhaft. Ui, 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 ui. Na gut. Es geht. Es geht. Biss und du magst den Spukball. Einfach mal so, weil du es kannst. Spukball! Macht keinen Schaden fast, aber gut. Nachtara ist ja auch noch dran. Ne? Norms. Wailord, Wailord. Streckt auch immer so lustig die Zunge raus, finde ich toll. Ich mag Wailord. Das ist ein schönes Pokémon. Ich pack's einfach nicht. Ja, wir bekommen Geld. Das finde ich toll. So, rückst du jetzt raus, wo der Typ ist, ja? Na gut, ich habe mich versprochen, ich von der Kryptobombs erzählen. Der Trainer ist ein Typ mit im knallblauen Outfit. Er nennt sich Marino. Sein Pokémon ist ein Kryptotyrer-Grog. Ja, okay. Und jetzt wissen wir genauso viel wie vorher. Hättest du uns ruhig mal verraten können, wo der Typ hin ist. Aber nee, ist ja Quatsch, ne? Hast schon recht, Kollege. Ist ja Quatsch. So, bitte UFO-Disc wählen. Ich möchte die V-Disc, denn ich möchte die Stadt verlassen. Ja. Klingt zwar unlogisch, ist aber so. Jetzt mir blockieren mich nicht immer zum Weg, Mann. Mensch, macht man das? Lala, la, 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 la. Musik hier ist so toll, dieser Stadt. Gut, ich meine, Musik ist bei mir immer das hohen Qualitätsfaktor, aber gut, ne? Ihr kennt das ja. Ihr kennt das ja.
So, wir gehen nach oben. Und dann schauen wir mal, wo gehen wir denn hin? Weil ich glaube, wenn wir jetzt in eine neue Stadt gehen, werden wir doch bestimmt wieder eine Mail bekommen, oder? Ich gehe einfach mal nach Fenag, vielleicht... Ist das ja der Ort des... Erhalts? Ja, danke. Gut. Ich wollte schon sagen. Meltan Light und Quatsch. Egal. Krypto-Pokémon-Labor. In letzter Zeit treiben sich wieder verdächtige Gestalten im Krypto-Pokémon-Labor herum. Man hört von einem Krypto-Kämpfer in einem blauen Outfit, der mit einem Krypto-Tyrakrog unterwegs ist. Ich frage mich, was dahinter steckt? Ja, das frage ich mich auch. Gib mir doch der Sache auf den Grund, oder? Würde ich einfach mal behaupten. Gut, das Krypto-Pokémon-Labor, da waren wir jetzt auch schon lange nicht mehr. Wird mal wieder Zeit, dass wir da mal wieder für Ordnung sorgen. Mal ein bisschen aufräumen hier. Und dann ging es da rein, genau. Und da kommen uns doch bestimmt wieder die ganzen Typis von der Decke entgegen. Das weiß ich doch jetzt schon. Das könnt ihr mir doch nicht erzählen, dass da keine Sau ist. Das wäre zu einfach, oder? Wann kommt er? Wann kommt er? Wann kommt er? Na los, komm! Immer noch nix. Aber jetzt! Ja, da ist er! Ha, da bist du ja wieder. Aber diesmal hast du keine Chance. Was? Ich und keine Chance? Lycosa. Klingt wie ein Orangensaft, aber egal. Ja. Toheide und Blanas. Zwei Unlicht-Pokémon. Das eine Unlicht-Pflanze, das andere Unlicht-Wasser. Ja, das ist natürlich nicht schlecht für unser... was? Das ist schlecht für unser Team, weil... Ne, Psyana ist da schlecht dagegen und so. Was mache ich denn? Rückkehr auf Blanas und Hyperstrahl auf Toheido. Denn Toheido hat eine ganz schlechte physische Verteidigung. Das hält natürlich keinen Hyperstrahl aus. Das hätte mich jetzt auch wirklich sehr gewundert, wenn es das ausgehalten hätte. Lalalala. Und Duster ist übrigens auch so ein Kandidat mit einer ganz schlechten physischen Verteidigung. Heißt, das Vieh wird bauenvoll treffen. Wow! Ach, Tara! Was geht denn mit dir ab? Du bist ja voll cool drauf, Mann. Sneebel! Oder Sneebel, wie auch immer. Ich nenne sie mir Sneebel. Heißt wahrscheinlich auch Sneebel, aber egal. So, wir machen... Ich mache erstmal das Hunduster kaputt. Denn ich glaube, das dürfte mit einer Rückkehr eigentlich kaputt gehen. Ja, mach du nur deinen Verhöhner. Ich greife eh nur an. Kein Ding. La 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 la. Di. Das Hunduster ist natürlich besiegt, das war ja klar. Das Vieh hält überhaupt nichts aus. Ah, 190 Spezialangriff. Oh, schön, schön. So, jetzt kann unser Psyana auch wieder angreifen. Aber will ich da wirklich einen Hyperstrahl opfern? Nö, will ich nicht. Nö. Pam, wird zwar wenig Schaden machen, aber gut. Ja. Ich vertraue einfach mal voll und ganz auf nach Tara. Das schafft er schon. Ja, kratzt du mir nur das Gesicht auf. Ist schon in Ordnung. Ein bisschen Feuchtigkeitscreme drauf, dann passt das schon wieder. Gott, was ist das denn? Jetzt hat das Vieh überlebt. Ah! Warum? Warum, Luigi? Warum? Spukball, in your face. Zack. Sneebel. Schön. Lalalala. Aber ich glaube, das wird wahrscheinlich nicht, der. Du bist wirklich ziemlich stark. Aber das weißt du schon, oder? Ja, that's what she said. Wo war ich gerade? Das wird nicht der letzte Trainer sein, der sich da uns in den Weg stellt, habe ich so irgendwie das Gefühl. Ich weiß nicht. Woher könnte ich diese Vermutung haben? Vielleicht, weil da gleich wieder einer kommt? Ja, natürlich. Ja. Halt! Für unbefugt ist der Zutritt verboten. Ich hatte gerade eine seltsame Stimme, aber egal. Passt schon. Krypto kriegt Mara. Ah, die Mara will kämpfen, okay. Golbat, ja, Golbat, kein Problem. Psychedesion weg. Und Pupita, ja, ist die Vorentwicklung von unserem Despotar. Ja, wobei Despotar ja Gestein Unlicht ist und Pupita Gestein Boden. Also kriegt
bekommt quasi mit der Entwicklung einen neuen Typ hinzu und einen anderen dafür weg. Ja, toll, nicht wahr? 235 Spezialverteidigung. Krass, dieses Teil. Krass, echt. Ein Wablu. Auf Level 56. Da hat einer Spaß gehabt am Trainieren. Weil das Vieh ist, bevor es sich entwickelt, sehr, sehr schwach. Danach wird es ja zu einem Altarian, ein Drachenflug-Pokémon. Das ist doch relativ... Na gut, relativ... Ja, ja, man kann es schon als stark betiteln, aber... Es gibt auch Besseres, aber ja. Und was mache ich denn jetzt eigentlich? Ich muss das Pupi da irgendwie wegkriegen, weil das Knirscher, das macht mir doch ein bisschen Angst, ne? Hier, so. Dann. Was hat er denn als letztes? Da bin ich jetzt gespannt. Vor allem er, das ist eine Sie. Ein Flunkiefer. Oder auch Flunkiefer, wie manche behaupten, dass es ist. Aber nee, ich sehe da kein doppeltes F. Weil Flunkiefer ein interessanter Name ist. Frage ich mich nur, was Flun ist und wie kann man das kiffen? Ja. Ne? Wisst ihr Bescheid. Aber Flunkiefer ist nicht, sondern... Ach nee, Bodyguard. Was... So, ja. Ja, mach du nur. Biss und du magst... Nee, du magst erstmal hier Rückkehr und du magst... Puh! Was mach ich denn gegen Flunkiefer? Das ist nichts... Überhaupt nichts ist da effektiv dagegen, was ich da anzubieten hätte. Ja. Macht ja fast Schaden. Pff, so mal gar nicht. Lalala. Na, das wird ein Spaß, das Vieh zu töten. Ja, töten. Denn ich töte Pokémon. Ich besiege sie nicht, ich töte sie. Oh, und das Vieh kann natürlich auch knirschen. Na, nom nom nom. Darf ich mal Psyana eigentlich heilen, ne? Und Spezialverteidigung singt. Super. Oh, Gott. Komm, Morgengrauen. Hau mal Morgengrauen rein. Leucht. Ja, da holt sich. Wunderbar. Oh Gott, das Funkiefer, das wird echt... Das wird... Oh Gott. Na gut, Biss macht einigermaßen Schaden, aber... Naja. Immer noch zu wenig. Ah, er schreckt zurück. Das ist gut. Das ist ja auch das Hieb. Ich sehe ihn. Pardonnement. Ich probiere mal, wie Hyperstrahlschaden machen. Wird aber auch nicht viel machen. Psychokinese probiere ich übrigens nicht, weil es ein Stahl- und Lichtbogen ist. Das heißt, Psycho hätte keine Wirkung. Ne? Nur mal so am Rand erwähnt. So, bitte stirb, bitte stirb, bitte stirb. Oh, schön. Schön. Schön gemacht, Achtara. Schön, einfach schön. Lalala. Lalala. Düm, 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 düm. Du gehst aber ganz schön das Haar. Da habe ich gerade anders gesprochen, aber egal. Ist ja wurscht. Ist ja nur so ein Nebencharakter. Da muss ich mir die Stimme nicht unbedingt merken. Dap, 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 diddle-du. Dip, 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 du. Wo musste ich denn da lang? Ich weiß es nicht mehr. Da links? Nee, da links war falsch. Ja, da kommt doch gleich der nächste. Wusste ich doch. Kapekzt! Was? Kapekzt! Na, also Leute, jetzt wirklich mal. Wer heißt denn bitte Kapekzt? Was ist das für ein Name? Du schon wieder. Aber du warst ein herzliches Willkommen, oder? Der Haus Herausforderung von Kryptoknecht. Was ist das für ein Name? Der macht keinerlei Sinn. Du wirst sein, wenn einer von euch heißt, aber den Namen finde ich seltsam. Den finde ich wirklich seltsam. Den kannst du ja kaum aussprechen. Kapikkzige! Das schockt mich immer noch, aber egal. So, ersetzen Rihorn und Maskeregen ein. Rihorn, ein Stein, Boden und ein Maskeregen, ein Käferflug. Ja, ich habe eher Angst vor dem Maskeregen, muss ich ja sagen, was jetzt aber schon kein Problem mehr ist, weil es gerade tot ist. Weil Käferattacken sind ja sowohl auf Unlicht als auch auf Psycho sehr effektiv. Ja, das ist böse, ne? Weihnachtsharamsianer, ne? Steht da. Und so. Aber Rion dürfte nicht viele Bisse aushalten. Ja, ja, ja. Ich wollte es gerade sagen. Rion hat eine verdammt schlechte Spezialverteidigung. Wie jemand vielleicht gesehen haben könnte. So. Das Psychokinesen wir auch weg. Das Reptile.
Übrigens der Anfangsstarter aus der dritten Generation Pflanze. Also die erste Entwicklung, aber ja, ne? Ihr wisst, was ich meine. La, ja, das war doch mal ein schneller Kampf. Da kann ich ja eigentlich noch einen in den Part reinhauen. Du bist ja noch stärker als damals. Ja klar, denkst du, ich werd schwächer oder was? Was soll das? Was das denkst du von mir? So, okay, ich gehe einfach mal hoch. Ach ja, genau, da musste ich ja lang. Musste ich. Ja. Fia! Cool. Wollt ihr etwa wieder Unfug machen? Unfug? Wer macht hier Unfug? Fia hört sich fast an wie Mia. Geradax und Enekoro. Ach, ich mag Enekoro. Enekoro ist toll. Und Geradax mag ich auch. Geradax hat Mitname. Geradax kann Idioms finden. Das ist toll. Ja, ne? Wisst ihr Bescheid? Ich überlege gerade, was ich mache. Ich glaube, Enekoro werde ich bissen und. Was bissen? Beißen. Bissen, ja. Ey, Alter, ich biss dich. Verbiss dich. Ne? Verbissen. Und, ach, ja. Der war schlecht. Er leidet mir, Mensch. Was tun sie? Hat es Geradax kein Problem, natürlich. Montier. Montier, Montier. Montier, Montier. Da, da, da. Di, 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 di. Wow. Nach Tara, was geht? Na gut, könnte auch an den 20 Level Unterschied liegen, aber. Nach Tara, was geht? Da könnte ich ja glatt. Oder schaffe ich noch einen Kampf? Dem Part. Montier, Montier, Montier. Die, 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 die. Dam, 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 dam. Ich hasse es, wenn Kinder Unfug machen. Ja, ich bin kein Kind, verdammt. Hallo? Unser Hauptcharakter ist doch mindestens 17, 18 Jahre alt, oder? Na, locker. Hey, sogar 19, 20. Da betiteln die mich als Kind, hallo, was soll das? Egal. Wir gehen einfach mal spaßeshalber noch ein bisschen weiter, schauen, was da einfach so auf uns lauert. Da wurde ja hier damals der Alarm ausgelöst, wenn ihr euch noch erinnert. Da kommt doch gleich noch einer von den... Ja, wusste ich's doch. Izuna! Mhm. Da bin ich! Du hast zwar keinen Alarm ausgelöst, aber ich dachte, so ein kleiner Kampf hat noch niemanden geschadet. Ja, gerne. Aber dann muss ich aber wirklich den Part beenden. Ey, das ist... Ich beziehe schon wieder hier maßlos, aber naja. Kennt man ja, ne? Da, 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 da. Kecleon und Kadabra. Interessant. Da, da. Du, 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 du. Da muss ich mit Nachtara Kadabra angreifen und Psychokinese Kecleon. Denn Kecleon hat die Fähigkeit Magiemandel. Was macht denn eigentlich Magiemandel? Habe ich komplett vergessen. Egal. Aber jedenfalls, Kecleon hat die Fähigkeit, dass es den Attackentyp übernimmt, was es angegriffen. Und da steht zwar, Wechsel macht es zu einem Psycho-Pokémon. Ja, jetzt ist nämlich hier zum Beispiel Spukball oder dergleichen sehr effektiv drauf. Clever, ne, Leute? Clever. Und Biss vernichtet natürlich Kadabra. Ja, das hätte ich mir auch fast denken können. Das Vieh ist auch so ein Typ, der ganz miserable Verteidigung hat. Schwalbos! Ach, ich mag Schwalbos. Schwalbos ist toll. Oh. So, Psychokinese. Schwalbos! Schön. So, was hat sie denn als letztes? Warlord. Lay. Warlord sind dumm. Man schaut sich euch an. Schaut sich euch an, wie Morlot bitte guckt. So richtig. Ja. Genauso übrigens Fleckmon. Ist genauso ein dummes Pokémon, aber naja. Gut. Kann sich jeder seine eigene Meinung darüber bilden. Ja, ne? Ja, fast gewonnen. Das hätte ich nicht erwartet. Aber gut. Norms. Aber jetzt ist es tot. Morlot. Morlot. Wir halt wieder massig Erfahrung, sind fast Level 70, das ist echt schlimm. Naja. Ja, zwei bist du ganz schön mit stark. Die habe ich gerade wieder anders gesprochen, ne? Egal. Gut, Leute, aber ich würde sagen, bevor wir jetzt hier weitergehen und nicht noch in einen Trainer mehr reinrennen, würde ich erstmal sagen, das war Let's Play Pokémon Colosseum für heute.
Und dann würde ich mal nochmal sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Part. Also dann, bis dann. Ciao, Leute.